Ja, erstmal auch von meiner Seite aus Glückwunsch an Bayern München zu den 3 Punkten, meinen Kollegen mit seiner Mannschaft. Ich denke, die haben das Spiel auch verdient gewonnen. Ich denke auch, dass wir die ersten 20 Minuten gut im Spiel waren. Da ist das ungefähr so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Haben sehr gut verteidigt, sehr aktiv verteidigt, haben auch nach vorne Akzente gesetzt. Hatten ja, bis zur 20. Minute auch alles ganz gut ausgesehen von außen. Dann haben die Bayern mit einem Doppelschlag bei uns ein bisschen für Unruhe, Nervosität und ja, ganz klar dann auch dafür gesorgt, dass ja, wir dann auch sehr viele Ballverluste hatten. Mein Kollege hat völlig recht, Spielkontrolle haben sie ab da gehabt. Ja, auch die besseren Möglichkeiten. Wir mussten uns dann erst wieder berappeln und symptomatisch, glaube ich, für das Spiel und für die Qualität der Münchner sind 2 Situationen kurz vor der Pause und kurz nach der Pause. Wir haben dieses Geschenk, glaube ich, in der 44. Minute von Bayern, wo sie uns den Ball quasi auf dem Silbertablett servieren, nicht angenommen. Mit einem Anschlusstreffer wären wir vielleicht noch ein bisschen eher zurückgekommen. Wir haben dieselbe Geschichte gemacht, kurz nach der Halbzeit. Und wie man das dann zu Ende spielt, war mit dem 0-3 dann alles erledigt und alles besiegelt. Trotzdem glaube ich, dass wir danach weiter Gas gegeben haben, uns haben nicht abschlachten lassen. Weil so ein Spiel kann dann bei diesen spielstarken Bayern und bei dieser Qualität auch mal ganz schnell 0-4, 0-5 oder 0-6 ausgehen. Im Gegenteil, wir haben noch den Anschlusstreffer erzielt, haben versucht, auch noch mal ranzukommen. Es sollte heute nicht sein. Ich denke, dass wir heute eine Mannschaft der Münchner gesehen haben mit noch besserer Qualität, als wir am Mittwoch erleben mussten und ja, dieses Spiel dann auch verdient verloren haben.